diese wilde Aufregung, wenn jemand Selbstoptimierung sagt. Man muss nicht so ausschauen, wie man ausschaut. Dieser Trend, den wir jetzt beobachten, der wird auch noch weitergehen. Wow, Zauberei. Du kannst dies verändern, da hast du eine Schwachstelle, da fehlt irgendwie noch Muskulatur. Erfolgreicher, schöner, effizienter. Das 21. Jahrhundert gilt als das Zeitalter der Selbstoptimierung. Die Möglichkeiten, sich selbst zu verbessern, scheinen endlos. Schönheitseingriffe, Rotlichttherapie, Fitnessstudios und vieles mehr. Christian Thier aus der Nähe von Salzburg lässt sich heute zum ersten Mal Botox spritzen. Was stört dich? Er war ein frischer, jugendlicher, dynamischer. Auf was haben wir da eingelassen? Ein paar Stunden zuvor in Christians Friseursalon. Heute ist nicht sein erster Schönheitseingriff. Seine Suche nach dem perfekten Aussehen begann vor ungefähr einem Jahr. Also gemacht haben wir Brust. Dann haben wir die Brustdrüse rausgenommen. Dann haben wir den Bauch haben wir gemacht. Seitlich die Honigeinlagerungen haben wir gemacht. Und halt die Achsel haben wir auch gemacht. So sah er noch vor 12 Monaten aus. Aber immer da unten der kleine Fettansatz, der geht einfach nicht weg. Seine Vorbilder? Models aus Magazinen. Die ist sehr definiert. Schulter, Nacken. Und das ist ungefähr so ein Gefühl, wie wenn man nicht gut genug ist für das, was man haben will. Es ist, man probiert alles aus und es funktioniert einfach nicht. Diese Ideale machen Druck. Man muss nicht so ausschauen, wie man ausschaut. Wir können heutzutage alles machen. Heutzutage, es gibt keine Limits mehr, es gibt kein Stopp mehr. Von den Männern in Deutschland, die sich 2022 für einen Schönheitseingriff entschieden haben, ließen sich 16,8% Fett absaugen, 11,4% mit Botox behandeln und 9% ihre Falten unterspritzen. Das Beste aus dem eigenen Körper herausholen, das will auch Andreas Breitfeld aus München. Aber nicht mit Schönheitsbehandlungen, sondern unter anderem mit Eisbädern. Seine tägliche Routine startet bei 3 Grad Wassertemperatur. Das soll die Stimmung heben. Mein Körper ist natürlich jetzt gerade unter Stress und stelle damit sozusagen meine Kopfchemie auf gute Laune und gute Leistung ein. Das Eisbad ist aber erst der Anfang. Jetzt habe ich richtig viel Glück. Ich habe nämlich hier ein ordentliches Rotlicht und da stelle ich mich jetzt rein. Andreas ist sogenannter Biohacker. Die Gesundheit bis ins Extreme optimieren ist sein Ziel. Und dadurch die beste Version von sich selbst werden. Ähnlich wie Hacker in Computersysteme eindringen, greifen Biohacker in ihren Körper ein. Ich habe relativ früh so ein Systemzusammensturz erreicht. Das heißt, ich hatte auf der einen Seite wirklich Burnout und auf der anderen Seite keine Hormone mehr. Habe einfach zu lange, zu intensiv gelebt, gearbeitet und meine Karriere davon angetrieben. Seine Lösung nach dem Totalzusammenbruch? Self-Care. Und habe halt dann entdeckt, dass wir mit technologischen Möglichkeiten noch die Möglichkeit haben, immer noch ein bisschen mehr rauszukitzeln. Sauerstoffkammer, Magnete, Licht. Kostenfaktor rund 120.000 Euro. Ein teures Investment in den eigenen Körper. Paul aus der Nähe von Limburg hat das Investieren in den eigenen Körper krank gemacht. Er rutschte in eine Sportsucht und Essstörung. Ich habe mich sehr stark damit identifiziert, was ich tue. Und auch sehr, sehr stark dann über diese Leistung definiert. Ich war dann halt in dem Kontext wirklich
als Persönlichkeit auch nur dieser Sport. Und das bedeutet, ich habe halt auch alles andere damit danach ausgerichtet. Ich habe versucht, da möglichst viel Wissen drüber zu erlangen. Ich habe möglichst viel Zeit reingesteckt, möglichst viel Geld logischerweise auch. Der Druck, einem muskulösen Schönheitsideal zu entsprechen, treibt ihn mit 17 Jahren in die Bulimie. Du nimmst dir eine Menge an Essen, die du jetzt normalerweise in einer Mahlzeit vertilgen würdest. Du multiplizierst sie so um den Faktor 20 ungefähr, nimmst die zu dir und erbrichst sie danach. Das war mein Daily Doing, so 2 oder 3 Mal am Tag. Psychologin Dr. Eva Wunderer erklärt, bei Männern geht eine Essstörung häufig mit einer Sportsucht einher. Ich erlebe die Form meines Körpers in Bezug auf Muskeln als falsch. Dann wird alles unternommen, um Muskelmasse aufzubauen. Das heißt, erstmal trainieren, noch mehr trainieren, noch mehr trainieren. Und ich verändere mein Essverhalten. Oft geht das auch mit Essstörungen einher. Und im schlimmsten Fall dann eben auch noch mit dem Gebrauch von Medikamenten, also Anabolen, Steroiden mit Doping. Social Media kann das beeinflussen. Wir sehen natürlich diverse Influencer und entsprechender Content, die ein irgendwie geartetes Bild haben. Bei Social Media sind die Algorithmen ja darauf getrimmt, mir genau das zu geben, was mich jetzt letzten Endes in eine gewisse Nische reinbringt. Dr. Wunderer forscht an der Hochschule Landshut zum Thema soziale Medien und Essstörungen. Der Algorithmus ist wahrscheinlich das Schlimmste. Je mehr ich soziale Medien nutze und vor allen Dingen bildbasierte, wie jetzt zum Beispiel Instagram, desto unzufriedener bin ich mit meinem eigenen Körper. Und daher ist so dieses, ich klicke einmal auf muskulöser Körper und bekomme immer wieder diese Bilder angezeigt und habe dadurch das Gefühl, die ganze Welt denkt wie ich. Die ganze Welt schaut sich auch diese Bilder an und das ist sehr, sehr gefährlich. Wie viele Menschen genau in Deutschland an einer Sportsucht leiden, ist nicht bekannt. Experten gehen davon aus, dass mindestens 1% der Bevölkerung sportsüchtig ist. Laut der Kaufmännischen Krankenkasse ist der Anteil von Männern mit Essstörungen von 2008 bis 2018 um knapp 60% gestiegen. Paul ist seit rund einem Jahr in Behandlung bei Sportpsychologe Lukas Maher. Welche Funktion hat dieser Perfektionismus oder dieser Leistungsdruck, hinter dem oftmals Perfektionismus steht? Und je nachdem, wo man da ist, kann es da um frustrierte Grundbedürfnisse gehen. Also dass man sagt, okay, nur wenn ich viel Leistung bringe, bin ich gut. Es kann aber auch darum gehen, dass man sich ein Stück weit nur dann selbst beruhigen kann, wenn man viel geleistet hat. Dann danke fürs Gespräch, Paul. Wir sehen uns. Bis bald. Danke dir. Ciao, ciao. Abend. Ciao. Zurück zu Christian in der Nähe von Salzburg. Ehefrau Tanja begleitet ihn heute zum Arzt. Die Liebe für Schönheits-OPs teilt das Paar. Super, es ist wieder schneller hingegangen. Voll Stress wieder. Furchtbar. Ich habe auch als erstes angefangen, dass ich eben, ich habe 4 Kinder, dass bei mir war eben auch der Bauch, so eine Bauchschürze war das richtig und das hat eben gestört und ich habe mir gedacht, nur das stört mich. Ich habe das dann machen lassen und dann ist so ein Dort noch was aufgefallen. Man wird immer kritischer. Christian soll mitziehen. Was vielleicht wirklich super war bei den Augen, wenn es da ein bisschen frischer war, bei den Falten da. Das, also auf das bin ich schon gespannt. Also, mittlerweile ist es aber so, dass immer mehr Männer das auch machen. Und ich find das optimal, wenn die auch ein bisschen auf ihr Äußeres schauen. 15 Uhr. Noch eine Stunde bis zur ersten Botox-Behandlung. Schon ein bisschen nervös. Vorfreude ist da. Gespannt. Vorher, nachher. Währenddessen macht sich Andreas bereit für sein Training. Wir sind ja irgendwie doch für unsere Gesundheit selbst verantwortlich. Wenn ich es neudeutsch sage, der CEO der eigenen Gesundheit sein. Mit Biohacking zur optimalen Form. Das Training von Andreas ähnelt einem Parcours in den Bergen. Die Maske simuliert einen Sauerstoffmangel wie auf tausenden Metern Höhe. Wenn es darum geht, deine maximale Leistungsfähigkeit nach vorne zu bringen, dann ist das in der Kombination eine Möglichkeit mit einem sehr geringen Zeitaufwand.
tatsächlich einen Vorteil zu erzielen. Ja. Doch ab wann wird Selbstoptimierung zu viel? Immer dann hat es negative Auswirkungen, wenn es extrem wird, wenn es sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und ich dadurch keine Zeit mehr für andere Aspekte habe, wenn das meine Gedanken sehr stark besetzt. Und das ist eben, das hat schon ein gewisses Suchtpotenzial. In Deutschland kommt automatisch irgendwie der Psychologe aus der Ecke gesprungen und fragt dich, und warum bist du dir denn selber nicht gut genug, wenn du von Optimierung sprichst? Diese wilde Aufregung, wenn jemand Selbstoptimierung sagt, die kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Christian ist gleich am Ziel. Die Strecke zum Schönheitsdoc sind er und seine Frau schon oft gefahren. Sicher schon 20 Mal, sicher 20 Mal. Oder öfters, 20 Mal oder öfters. 30 Mal? Ja, sicher 30 Mal. Dafür fahren wir halt nicht so oft auf Urlaub. Wir haben einfach andere Prioritäten. Und wenn deine Priorität auf dir liegt, weil es gibt ja nichts Schöneres, als wie wenn du Geld in dich investierst. Langsam steigt die Nervosität. Bis du sagst, das spritzende Gesicht ist und weil es das erste Mal ist. Und das erste Mal ist immer schwierig. Grüß dich. Hallo, grüß dich. Hallo. Grüß dich, gerne, hallo. Kommt's gerne mit. Check. Bitteschön. Ja, Christian, hi. Hi. Wie fühlst du dich? Ja, wenn ich da bin, fühle ich mich gleich viel besser. Ah, super. Ja, super, da musst du viel auf das kommen. Ja, ja, ich weiß. Der Münchner Schönheitschirurg Dr. Wolf behandelt immer mehr Männer. Die Patienten haben meist ganz genaue Vorstellungen. Es ist schon eine starke noch Natürlichkeit. Es gibt gewisse Verhältnismäßigkeiten im Gesichts- und Körperbereich, die mir halt nachahmen. Also wir nehmen jetzt quasi die Stirn, ja. Tu dir mal gerne die Stirn in Falten legen, ne, das andere, genau. Hier diese sogenannten Querfältchen. Und wenn man die Lachfältchen behandelt, das ist in dem Bereich, was man hier macht. Zurück in Limburg. Bis zu 180 Kilo wird Paul gleich stemmen. Das Fitnessstudio ist ein Ort, an dem man sich vergleicht. So eine Atmosphäre wie Freitagabend im Club. Es geht im Prinzip darum, sehen und gesehen werden. Man vergleicht sich tatsächlich. Das ist immer ein irgendwie gearteter Part. Diese Vergleiche haben ihn krank gemacht. Sich langsam entsprechend weiterzuentwickeln, hat mir mein Coach aufgezwungen. Dass ich mich eben nicht mehr in jedem Training komplett an die Wand schieße. Christian bekommt jetzt zum ersten Mal Botox gespritzt. Ja, ja. Es wird schon spannend. Wenn man jetzt hier zum Beispiel spritzen würde, kann es sein, dass die Braue sich senkt, das Oberlid sich senkt und man speziell jetzt beim Blick in der Früh im Spiegel einen eher müden oder traurigeren Blick provozieren würde. Denk mal, auf was haben wir da eingelassen? So, du gerne nochmal deine Stirn so in Falten legen, genau, und nochmal locker lassen. Ja, ungefähr so. Na? Interessant. Und ich kann mir vorstellen, dass mit der Zeit, wenn es mich stören würde, dass ich das auch wieder mache. Weil es geht schnell, es ist unkompliziert. Psychologen warnen vor dem Suchtpotenzial.
Das gibt's natürlich und leider scheinen einige damit erfolgreich zu sein. Und leider ist es so, dass es momentan den Selbstwert auch tatsächlich erhöhen kann, weil einige vielleicht positive Rückmeldungen kriegen oder sich selber eher wieder im Spiegel mögen. Die Frage ist, wie lange bleibt das? Kommt dann noch etwas drauf sozusagen? Also brauche ich dann noch mehr, weil ich dann das Nächste entdecke? Paul hat seine Sucht inzwischen überwunden. Ich würde es nicht als Wunder bezeichnen, ich würde es als Arbeit bezeichnen. Du musst deinen Mittelweg damit finden. Inzwischen trainiert er mit strengem Trainingsplan, um einen Rückfall in die Sportsucht zu vermeiden. Wenn man nach vorne zur Tür rausgeht, ist halt so ein großer weiterer Teil, der irgendwo in so einer Existenz stattfindet, den ich auch einfach Ewigkeiten sehr wenig gesehen habe. Mal das Sichtfeld wieder aufzumachen, das ist was ja, dann wieder sehr, sehr gut tut.